Hallo, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute geht es um Halara. Vielleicht kennen viele von euch Halara schon. Ich habe auch schon ein paar Videos zu der Entkleidung von Halara gesehen. Und das hat mir sehr gut gefallen, was ich da gehört habe, halt, dass die Sachen sehr schön stretchy sind. Auch in großen Größen gibt es eine tolle Auswahl. Jede Figur ist da was bei. Dankeschön, Halara. Das hat mir riesen Spaß gemacht, mich da mal so im Sortiment umzuschauen. Und ich bin da ganz mutig gewesen und habe einfach mal was ganz anderes genommen, als was ich sonst trage. Die Sachen von Halara, die versprechen ja, super stretchy zu sein, sehr, sehr bequem. Für jede Frau, für jede Figur was dabei. Die Mode wird von Frauen gemacht, für Frauen. Ich finde, das klingt auch sehr gut, denn wir Frauen wissen ja immer am besten, wo wir so unsere Problemchen haben. Und ich habe da auch schon tolle Klamotten gesehen. Also so, wenn es Röcke sind, manchmal haben die ein Höschen darunter, Miniröcke oder so. Allein schon, wenn du dich bückst, dass man dann nicht dein Schlüppi sieht, sondern du hast dann halt sowas wie so ein kurzes Radlerhöschen nochmal drunter, in derselben Farbe passend. Wenn du Probleme hast an den Oberschenkeln, dass das so reibt, das hast du dann ja auch nicht mehr. Also, die haben schon tolle Ideen. Oberteile mit so einem Bustier eingearbeitet, dass du keinen BH mehr tragen musst. Also, ja, ich fand es sehr, sehr interessant und freue mich auf diese Kooperation. Und ja, ich werde euch einfach mal die ersten Teile zeigen, die ich mir ausgesucht habe. Das ist einmal ein Oberteil. Die Sachen kommen ja so in Tüten. Und das ist, ja, einmal so ein T-Shirt. Ich glaube, ich habe das genommen. Schaue ich mal. Ich glaube in XL. Wo kann ich das jetzt sehen? Ich habe das T-Shirt in 2xL genommen. Ich habe eigentlich oben eine kleinere Größe als unten. Ich bin 1,70 Meter. Ich bin ja gerade am Abnehmen und habe jetzt gerade so 101 Kilo. Also damit ihr euch so vorstellen könnt, die Figur ungefähr. Das ist also 2xL. Und was ich ganz hübsch finde, vorne sieht es ganz schlicht aus. Und hinten, kann man das sehen, da habt ihr so einen tollen Rückenausschnitt. Finde ich sehr, sehr schön. Das werde ich gleich mal anziehen und euch zeigen. Ach, übrigens gibt es die Kleidung in vielen verschiedenen Farben. Was auch toll bei Halara ist, wo ich zu faul war, gebe ich ehrlich zu, du kannst Maß nehmen, welche Größe für dich die richtige ist. Und ich dachte natürlich, ich habe für mich die richtige Größe schon im Kopf. Ich weiß ja, welche Größe ich habe, aber ich bin gerade am Abnehmen. Hatte gestern die Sachen bekommen und einmal kurz überprobiert. Ja, was werdet ihr ja gleich sehen. Dann habe ich mir eine Hose geholt und normalerweise mag ich ja Jeans gar nicht mehr. Ich ziehe überhaupt keine Jeans mehr an, schon lange nicht mehr, wenn überhaupt, dann so eine Jeggings. Aber da habe ich hier bei uns auch noch nie eine schöne gefunden, so eine richtig schöne, die mir so richtig gut gefällt. Und habe gedacht, ja, das ist ja was. Aber ich glaube, ja, das ist eher fast wie eine richtige Jeans mit sehr viel Stretch. Ihr habt nämlich hier einen Knopf, einen Reißverschluss. Ganz normal, wie bei einer Jeans. Der Stoff fühlt sich richtig schön weich an. Ja, Taschen natürlich, hinten einmal. Hier Taschen. So sieht das dann von innen aus. Und ja, ein richtiger Jeansstoff. Also das würde ich schon, das geht für mich total als Jeans durch. Die hat unten einen, guck mal, einen Schlag. So, was habe ich? Ich glaube, wenn überhaupt, hatte ich mal irgendwann mal so eine Hose mit Schlag. Also das ist ja auch so gar nichts, was ich sonst trage. Auch eine richtige Jeans, aber auch stretchy. Die lässt sich auch nochmal schön dehnen. Finde ich gut, schöne Beweglichkeit, denn so eine feste, harte Jeans finde ich immer sehr, sehr unbequem. Und das ist ein schöner, weicher Stoff. Sieht original aus wie Jeans. Also es ist eine sehr stretchy Jeans, würde ich sagen. Und da habe ich mir die Größe, bestimmt dreimal, ja, da habe ich gedacht, ich brauche 3xL. Ich ziehe das jetzt an und zeige euch das mal. So, das ist einmal das T-Shirt. Ich finde, das fühlt sich gut an. Der Stoff ist etwas dünner. Das ist ein recht feiner, dünner Stoff. Und zeige ich euch mal den Rückenausschnitt hinten. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Na, das ist ganz hübsch. Hier sieht man natürlich ein bisschen den BH, also würde ich einen hautfarbenen anziehen oder einen in der Farbe, wie das T-Shirt auch ist.
Gibt es ja auch in mehreren Farben. Hätte ich das jetzt in schwarz genommen, schwarzen BH drunter, dann würde man das, glaube ich, gar nicht sehen. Ich finde den Ausschnitt richtig süß hinten. Und jetzt zur Hose. Das ist einmal die Hose mit ein bisschen Schlag. Ein bisschen ist gut, ne? Die ist ganz schön weit für mich. Ich glaube fast, ich hätte sie mir vielleicht in 2x XL holen sollen. Ihr habt hier die Taschen. Die Hose ist richtig schön bequem. Kannst du dich gut mit bewegen. Und ja, hinten hast du auch Taschen. Sogar schön große Taschen. Na? Ich glaube, ich brauche einen Gürtel dafür. Die ist mir hier oben ein bisschen weit. Aber das ist immer mein Problem. Ich habe ja so eine Figur, hier ist meine Problemzone und wie ihr seht, hier kann ich das auch gut gebrauchen, obwohl die Hose ist schön stretchy. Die hätte ich auch eine Nummer kleiner nehmen können, wird halt ein bisschen enger am Po anliegen. Und vielleicht an den Beinen, wenn ihr das seht, vielleicht wäre das schön, hier noch ein bisschen enger und dann nach unten halt den Schlag. Ja, aber sehr, sehr bequem, wie eine Leggings. Richtig toll. Ja. Und dieses T-Shirt, finde ich, passt auch richtig gut dazu. Von der Länge habe ich übrigens Regular genommen. Es gibt auch noch für größere Frauen oder für kleinere Frauen. Also könnt ihr euch auch noch die Länge nochmal aussuchen. Ich werde mal versuchen, wenn ich mir jetzt so Schuhe dazu anziehe. Also ich finde, die Länge ist okay. Jetzt ziehe ich mal so, ja, solche Kork-Sandalen dazu an, mit so ein bisschen Absatz, streckt das noch mal ein bisschen und wenn ich jetzt einen Gürtel umnehme, kann ich die Hose ja auch etwas höher ziehen. Ja, und dann ist die von der Länge auch perfekt, würde ich sagen. Auf jeden Fall ist sie mega, mega bequem. Ich finde die Hose super bequem. Das T-Shirt finde ich hübsch. Das ist ein ganz dünner Stoff natürlich, also ohne BH wird das nicht gehen. Dann halt ein BH, der dazu passt, dass man das hinten nicht so doll sieht, ne? Ja, das ist einmal das Erste. Und dann habe ich mir noch eine Hose geholt. Das ist wie so eine Jogginghose in eng, sowas zwischen Leggings und Jogginghose. Also ich würde sagen, das ist eine Sporthose. Die Kleidung, das fand ich auch ganz witzig, die hat ein bisschen mehr Gewicht. Also der Stoff ist ein bisschen schwerer. Ihr habt hier auch richtige Taschen vorne. Hinten haben wir keine Taschen. Und die habe ich auch in 3x XL geholt. Das ist einmal die Hose. Und das ist so ein ganz glatter Stoff, finde ich toll. Habe ich schon so festgestellt für mich, da bleiben auch die Katzenhaare nicht so hängen. Ich mag solche glatten, weichen, glatten Stoffe. Und die ist mega stretchy. Ich glaube, die hätte ich mir auch eine Nummer kleiner holen können, weil die geht mit. Hier habt ihr nochmal so zum Ziehen. Könnt ihr das dann auf eure Größe ein bisschen oben zusammenziehen und das ist ganz schön. Unten habt ihr nochmal so ein bisschen so ein, ja, so ein, so abgenäht nochmal, ne? Ja, die werde ich jetzt einmal anziehen und werde ich euch auch zeigen. Mit meinem Code Margarita20 könnt ihr nochmal 20% Rabatt bekommen bei Halara. Der Code gilt aber nicht für schon reduzierte Ware. Da gibt es aber auch einen Code, und zwar Uni5. Und da gibt es nochmal zusätzlich 5% Rabatt auf bereits reduzierte Ware. Das ist die Hose. Habt ihr richtig schöne tiefe Taschen, passt ein Handy rein oder so. Und die ist auch hier, die geht schön hoch bis in die Taille. Das mag ich ja sehr, sehr gerne. Und ihr könnt euch das hier nochmal binden. So. Dass die nicht runterrutscht, wenn sie doch ein bisschen locker ist. So wie bei mir jetzt. Ist hier ein bisschen locker. So die ganze Hose. Richtig bequem. Die merkst du gar nicht. Und richtig schön stretchy. Seht ihr das? Und geht auch immer wieder gut zurück. Ja. Hose Nummer 2. Ist eher so eine Sporthose. Ja. Ich glaube, das ist so eine Hose, die ich gerne zu Hause tragen werde. Im Garten oder beim Sport.
Ich meine, damit kannst du auch einkaufen gehen, ne? Wenn du dich passend dazu anziehst, ein paar hübsche Turnschuhe oder so. Ja, und ich finde, das passt auch schön mit dem T-Shirt zusammen. Nächste Hose. Na, was habe ich noch? Da war ich auch super mutig. Eine ganz weite Hose ist das. Also richtig mit einem weiten Bein. Wollte ich mal ausprobieren. Ich weiß ja nicht, ich habe so lange sowas nicht mehr getragen. Ich weiß gar nicht, ob mir das steht. Das ist einmal diese hier. Und die hat so ein, das ist der Stoff wie so ein, ist das Waffelmuster, nennt man das so. Hinten habt ihr einen Gummizug, also da habt ihr richtig, schaut mal, ne? Freiheit. Zweimal XL habe ich die genommen. So. Vorne ist kein Reißverschluss oder Knopf, ist aber so angedeutet. Echte Taschen habt ihr auch hier. Und die ist so richtig schön weit. Ist auch ein bisschen schwerer vom Stoff. Ich finde, ja, der ist nicht so dick, aber den kannst du gut auch im Sommer anziehen, weil sie schön luftig ist, aber auch im Herbst, weil es auch nicht zu dünn, der Stoff. Die will ich jetzt anziehen und das ist ein bisschen so eine, ja, ein bisschen sieht es aus wie so eine Anzughose mit Buntfalten. Da habe ich ja schon ein bisschen Angst, ob das sehr aufträgt. Werden wir gleich sehen, zeige ich euch gleich. So, das ist jetzt sozusagen Ton in Ton, weil das T-Shirt hat dieselbe Farbe. Das ist die Hose. Ist für mich ganz ungewohnt. Und wenn ich jetzt hier einen Gürtel reinmache und sie etwas höher ziehe, ist es auch von der Länge gut. Und dazu dann vielleicht, ja, Sandalen, Turnschuhe oder kannst auch mit Pumps anziehen, wenn du das ein bisschen feiner anziehen willst. Du kannst ja auch ein kurzes Oberteil dazu anziehen. Die ist schön hoch und betont dann hier so ein bisschen die Taille. Finde ich eigentlich richtig hübsch. Sogar hier nochmal so ein Spiegel. Also die gefällt mir auch richtig gut. Schön gemütlich. Mega stretchy nochmal trotzdem. Ganz weicher, toller Stoff. Fühlt sich hochwertig an. Sehr, sehr schön. Hätte ich mir auch vielleicht eine Nummer kleiner holen können. Ist hier oben ein bisschen locker, denn oben habe ich ja immer eine andere Größe als hier. Aber wie gesagt, hier, ja, hier hätte es jetzt auch noch gereicht. Und dadurch, dass sie so stretchy ist, die hätte ich mir auch noch mal eine Nummer kleiner holen können. Aber finde ich auch sehr, sehr schön. Ja. Und ich finde, das kann man ja auch noch ganz anders kombinieren. Ein bisschen vielleicht auf edel, auf ein bisschen feiner. Und habe gedacht, denn ich habe mir noch ein zweites echt süßes Oberteil geholt. Das ist in schwarz. Auch so ein fließender Stoff und ein V-Ausschnitt. Das überlappt hier so ein bisschen. Geht hier einmal so rüber bis hier unten hin. Unten ist das, zeige ich euch auch mal. Hier an der Seite ist das so ein bisschen gerafft an den Seiten und dann ist das unten so leicht rund. Das stelle ich mir auch total hübsch mit dieser Hose vor und dazu ein paar Pumps und das ziehe ich jetzt mal an und zeige ich euch gleich. So, das ist das Oberteil mit dem V-Ausschnitt. Ja. Und das ist so ganz offen, also überlappt hier schön einmal rüber, ist sonst ganz offen. Ich persönlich glaube, ich würde mir hier noch so eine kleine Spange, ich habe sowas, so ein ganz kleines Teilchen aus Strass, um extra so die Ausschnitte für mich ein bisschen kleiner zu machen, um mich dann wohler zu fühlen. Das ist natürlich Geschmackssache. Also, wenn es jetzt so ist, ist gut. Aber es kann ja sein, du beugst dich mal nach vorne oder so. Und ich will mich einfach wohlfühlen, mich bewegen können und keine Sorge haben, wenn ich mich nach vorne beuge, dass man alles sieht. Genau, das werde ich euch jetzt auch nochmal richtig zeigen. Das ist das Oberteil. Und wie ihr schon merkt, ich kann mich nicht so nach vorne beugen. Ich glaube, dann würde man davon mehr sehen. Hier ist das so schön gerafft und geht dann so ein bisschen im Bogen hier vorne nach unten und hinten und hier ist es so schön gerafft. Ich trage das sehr gerne. Ich finde, das fühlt sich sehr gut an. Ich mag ja sowas Fließendes, Glattes an Stoff auch sehr, sehr gerne. Und zusammen jetzt so mit Pumps, na, finde ich, auf jeden Fall ist das ein schöner Look, den du auch anziehen kannst, wenn du irgendwo eingeladen bist und vielleicht zum Geburtstag.
dann kannst du das halt auch so kombiniert zum festlichen Anlass anziehen. Könnt ihr mir in den Kommentaren mal sagen, ob sowas bei mir sehr aufträgt, ob mir sowas steht? Da bin ich nämlich auch noch ein bisschen unsicher. Ich finde die vom Stoff und vom Tragegefühl super schön. Aber ich habe ein bisschen Sorge, ob das bei mir, weil ich ja nun gerade hier unten auch meine Problemzonen habe, ob das nicht sehr breit macht. Da würde ich mich freuen über eure Meinung dazu. Der Oberteil ist übrigens auch 2x XL. Ich glaube, ich hätte es auch eine Nummer kleiner nehmen können, also nur XL. Das wäre auch okay, aber passt es. Finde ich total okay. Mag ich gerne. Sehr schön. Und ich habe mir etwas für den Sommer geholt, worüber ich mich sehr freue, aber auch mich freuen würde über eure Meinung, denn das ist auch etwas, was ich mich eigentlich so gar nicht trauen würde anzuziehen. Das ist wie so ein Hosenrock. Ich zeige euch das mal. Auch die Farbe. Ich mag ja diese Farbe sehr, sehr gerne. Habe Oberteile in der Farbe, aber eine Hose hatte ich noch nicht in der Farbe oder ein Hosenrock. Ich würde fast sagen, das ist ein Hosenrock. Hast ein schön breites Bündchen. Ist auch dehnbar. Hier ist es nur ein bisschen, also hier stretcht es auch ein bisschen, aber nicht so stark wie manche andere Hose von Halara. Ich habe das in 3x XL geholt und die Länge ist regular. Wie gesagt, es gibt auch noch in kürzer oder in länger, je nachdem nach eurer Größe. Ja, ich finde, das ist ein schöner, fließender Stoff und er dehnt sich auch. Er geht auch gut mit, fühlt sich schön an. Der ist so richtig schön, ja, fließend, sommerdünn und zeige ich euch auch gleich nochmal angezogen. Das überlappt sich hier einfach und wäre sonst auch bis oben hin offen, also sehr schön luftig. Ich bin wirklich gespannt, wie mir das steht. Ich hoffe, es sieht gut aus, denn das wäre schon was Tolles für den Sommer. Zieh ich mal an. Ja, den habe ich mir jetzt aber wirklich zu groß ausgesucht. Da wäre 2x XL besser. Der ist schon sehr, sehr locker. Na, der ist mir zu groß. Leider. 3x XL ist da doch zu groß. Richtig schön luftig. Umspielt so deine Beine ein bisschen. Ganz dünner Stoff. Und hier halt offen. Im Sommer so luftig. Den kannst du auch schön bis zur Taille ziehen. Bei mir geht er jetzt, weil er zu groß ist, sogar ein bisschen höher. Also der ist wirklich ordentlich groß in 3 XL. Da habe ich gar nicht mit gerechnet. Ja. Hier habt ihr keine Taschen, aber hier hinten, merke ich gerade, hier habt ihr eine Tasche. So eine kleine Tasche und die geht hier noch ein bisschen in beide Seiten. Du könntest hier hinten halt ein Handy reinstecken oder so. Also hier hinten hast du eine Tasche. Da weiß ich auch nicht. Ja. Also wenn ich mich jetzt hier so bewege, das geht. Ne? Es geht immer nur bis hier auf. Ne? Also dass das vielleicht nicht ganz so aufgeht. So finde ich das voll okay. Manchmal finde ich, sieht das hier halt komisch aus. Kann aber sein, dass es einfach für mich auch zu groß ist. Die Farbe gefällt mir sehr gut. Vom Stoff her finde ich die Hose schön. Hat nur wenig Stretch in der Länge, aber ein bisschen schon. Ist so ein bisschen dehnbar. Ich weiß noch nicht. Ich muss sehen, wenn ich sie so ein bisschen abgesteckt habe, weil so ist sie mir jetzt wirklich zu groß, ob ich sie im Sommer tragen werde. Würde mich ja mal interessieren, was ihr zu dieser Hose sagt. Was ich schön finde, ist halt, dass die so richtig schön luftig und dünn ist. Gerade wenn wir jetzt wieder vielleicht so einen richtig warmen Sommer kriegen, finde ich das echt schön, wenn man sowas Luftiges anhat. Ja, dann habe ich noch eine letzte Hose. Und da habe ich mich auch ganz besonders drauf gefreut. Die hat auch so richtig ein bisschen Gewicht. Das ist sowas, wo ich wirklich hoffe, dass sie mir steht, weil ich finde sie richtig schick. Ist auch so ein bisschen zwischen Rock und Hose. Habe ich mir, glaube ich, in 2x XL habe ich mir die geholt. Er hat weite Beine. Hier hinten hat es so einen Gummizug. Vorne nicht, vorne ist fest. Stretch hat es nur wenig. Und ihr habt hier halt nochmal so eine Lasche mit einem, hier ist der Stoff, mit so einem Stoffteil. Und dann sieht das so halb aus wie Hose, wie Rock. Fand ich total spannend. Und das bindest du dann zusammen, zeige ich euch gleich angezogen. Wie gesagt, in 2x XL. Und die finde ich auch richtig schick. Da habe ich mich auch schon richtig drauf gefreut. Die hat richtig ein bisschen Gewicht. Und ich finde auch von der Qualität, die fühlt sich echt gut an. Hier ist ein Reißverschluss. Ja, also du kannst den hier nochmal aufmachen, um sie leichter anzuziehen. Und das siehst du von hier gar nicht, den Reißverschluss. Das finde ich schön.
So, mal schauen, wie weit kriegen wir die auf? Ja, auch ganz normalen Reißverschluss, finde ich toll. Die Hose hat keine Taschen, aber ja, die ziehe ich jetzt mal an, da bin ich echt gespannt drauf. So, in 2xl ist die mir tatsächlich auch echt locker. Jetzt machen wir aber noch mal dieses Teil rum. Na, das ist hier, ich fand das richtig neckisch, hübsch. Ganz was anderes mal. So. Mal sehen, wenn ich das ein bisschen enger mache, dann könnte sie ja wieder passen. Ja. Sie hätten nur noch mal kleiner sein können. Von der Länge geht sie mir ja, knapp über den Boden. Also würde ich sagen, ist schon perfekt. Das ist hier halt diese regulär, die Länge. Und ihr könnt das ja auch noch in länger oder kürzer. Man kann sich ganz toll damit auch bewegen, alles. Auch vom Stoff her fühlt die sich gut an, wie so eine Anzughose. Hat die überhaupt Stretch? Also die hat so fast gar keinen Stretch in den Hosenbeinen. Da habt ihr halt hinten den Gummizug für oben. Und in den Beinen habt ihr sowas so gut wie keinen Stretch. Ganz, ganz leicht. Aber ich finde die richtig schön. Also für feinere Anlässe mit Pumps. Für einen feineren Anlass finde ich die richtig toll. Und ist mal was anderes, ne? Mit diesem Überschlag hier. Das fand ich richtig hübsch. Kannst du natürlich auch ein kürzeres vielleicht Oberteil zu anziehen. Das betont ja hier auch so ein bisschen die Taille. Und die Beine wirken länger, wenn das Oberteil kürzer ist. Also richtig schön. Das sieht schon ja, sehr festlich dann aus. Tolle Hose für schöne Anlässe. Das fällt mir richtig gut. Die Hose, die ich jetzt gerade gezeigt habe, die gibt es auch in anderen Farben. Und ich fand jetzt schwarz richtig schön, halt für so einen festlichen Anlass vielleicht. Fand ich die echt toll. Aber ist ja Geschmackssache, was die Farben betrifft. Da kann man ja dann mal schauen. Eine schöne Hose, hat aber nicht so viel Stretch. Also in den Beinen fast gar nicht. Es sind aber weit geschnittene Beine. Habt ihr ja bei mir gesehen. Also die war ja sogar ein bisschen groß bei mir. Und meine Problemzonen hat die aber auch schön umspielt. Oben ist bei mir meistens zu groß. Das ist wirklich immer schwierig, weil ich das halt um den Po und die Hüften brauche. Richtig schön, fühlt sich gut an, bequem. Und das finde ich mit immer das Wichtigste. Ich muss mich bewegen können in Kleidung. Ich muss mich wohlfühlen, auch wenn es ein festlicher Anlass ist oder so. So wie früher, dass man sich in irgendwas reinzwängt, das mag ich gar nicht mehr. Ich weiß nicht, wie geht euch das? Ich mag es überhaupt nicht mehr. Früher hat man das gemacht, aber heute muss es für mich bequem sein. Ich muss mich wohlfühlen, auch wenn wir irgendwo tanzen sind oder irgendwas. Ich möchte mich bewegen können, mich wohlfühlen. Das soll nirgends drücken oder am Bauch so eingequetscht sein. Das mag ich gar nicht. Und die Kleidung von Halara, die ist wirklich so gemacht, dass du das Gefühl hast, als hättest du nur eine Leggings an. Und es sieht einfach nicht aus wie eine Leggings. Es sieht halt richtig toll aus. Ja, da gibt es ja noch so viel tolle Kleidung. Vielleicht habt ihr Lust, mal reinzuschauen, bei Halara vorbeizuschauen. Ich werde euch unten in der Infobox mal den Link zu Halara reinstellen und auch einen Rabattcode habe ich für euch. Findet ihr auch unten nochmal in der Infobox. Schaut bei Halara mal vorbei. Also ich finde die Sachen toll. Ich war, obwohl ich schon viel Gutes gehört habe, auch von Kolleginnen hier auf YouTube, nochmal überrascht, als ich die Sachen selber in der Hand hatte, wie toll die sich anfühlen. Und auch, was manche Sachen so ein bisschen Gewicht haben. Also so der Stoff, dass der sich so hochwertig und toll anfühlt. Und dass die Sachen wirklich so, so bequem sind. Einiges hätte ich mir wahrscheinlich eine Nummer kleiner bestellen können. Ich habe ja nur noch gerade, ja, 14 Kilo habe ich abgenommen und habe mich da wohl verschätzt. Nächstes Mal werde ich wahrscheinlich auch Maß nehmen und dann mal genauer gucken. Ja. Und nochmal Dankeschön an Halara, dass ich mir die Sachen aussuchen durfte. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß gehabt an dem Video. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.